Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sind bei Webinare für den Mittelstand. Immer dienstags, immer 18 Uhr und auch immer kostenfrei unsere Webinare. Heute Abend haben wir eine kleine Diskussionsrunde zusammengestellt. Wir hatten Sie ja aufgefordert in der Reihe KMU-Geschäftsführer, Kapitän auf der Titanic, was uns ja die letzten 7 Wochen lang beschäftigt hat, Fragen zu stellen. Es sind auch einige Fragen eingegangen, die ich jetzt gerne mit meiner kleinen Fragerunde hier mit Ihnen zusammen besprechen möchte. Ich möchte Ihnen meine Diskutanten vorstellen. Es sind heute mit dabei, ich muss hier mal klick machen, damit ich auch wieder kriege, da sind sie. Es sind mit dabei Frau Anke Thieme. Frau Thieme ist Coaching und Dozentin im Bereich Projektmanagement in der Hauptsache, um das mal so ganz allgemein erstmal anzusprechen. Wir werden auch später nochmal darauf zurückkommen. Sie wird uns auch selber einen Vortrag nochmal zu ihrer persönlichen Situation bringen. Und wir haben natürlich wieder unseren Webinarreferenten Dirk Pinno von Pinno und Partner mit dabei, der entsprechend natürlich sich mit den Themen jetzt besonders stark auseinandergesetzt hat in den letzten 7 Wochen. Sie sehen unsere Webinare, beziehungsweise Sie haben die Möglichkeit, bei Webinare für den Mittelstand.de auch die abgelaufenen Webinare sich nochmal anzugucken, wenn Sie den Eindruck haben, das eine oder andere ist für Sie interessant und auch nochmal nachholbar. So, lieber Anke, lieber Dirk, fangen wir doch einfach mal an mit der simplen Frage, die aber vermutlich die meisten mit beschäftigen wird und deswegen nehme ich sie mal als Aufhänger hier. Was ist für euch, also entweder für euch persönlich, aber vielleicht auch aus euren Erfahrungswerten von anderen Kollegen und Familienangehörigen oder wie auch immer, was ist die größte Herausforderung in der Krise? Sind es Liquiditätsprobleme möglicherweise? Ist es das Thema Umsatzeinbruch? Hat ein bisschen das eine mit dem anderen auch zu tun. Lieferantenverbindlichkeiten gibt es, nee, oder den zweiten Teil der Frage stelle ich erstmal hinterher. Gucken wir mal erstmal, was gibt es für Probleme im Moment? Dirk möchte anfangen? Vielleicht? Sonst würde ich sagen, Ladies first, aber gut, dann traue ich mich mal und mache hier mal den Pionier sozusagen. Ja, also ich meine, die Fragen, die du hier aufgeworfen hast, und das haben wir auch verschiedentlich hier bei den vergangenen Webinaren behandelt, aber ich denke, dass heute für viele noch vor all diesen Fragen das psychologische Moment kommt. Es ist ja so, wenn wir jetzt wüssten, irgendwie am so und so 4. Juli oder so ist die Sache vorüber, wir hätten in eine Art normalen Zustand zurückkehren, dann könnte man sich darauf einrichten und dafür planen. Ich denke, was viele persönlich, Privatleute, aber auch gerade die Gewerbetreibenden so, bewegt, ist, dass überhaupt gar keine Planungssicherheit mehr besteht. Es ist ja mal ziemlich vage. Was ist denn jetzt nun erlaubt? Das variiert ja auch von Bundesland zu Bundesland, ist dann noch im benachbarten EU-Ausland dann wiederum anders. Denn also so 2 Schritte vor, 1 zurück. Ich denke, also bevor wir jetzt über Liquiditätsprobleme, die sehr gravierend sind, die vielen Pleitemeldungen der letzten Tage deuten ja darauf hin. Aber ich denke, es ist vor allem ein psychologisches Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Danke, danke. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich sehe es ähnlich, weil was ich jetzt sozusagen auch im näheren Umfeld mitbekomme, dass selbst große Unternehmen, also sprich zum Beispiel Automobilhersteller, eben halt entsprechend zurückfahren aufgrund der nicht möglichen Einsatzes eben halt der Herstellung der Fahrzeuge. Die Leute werden entlassen, Projektmanager werden entlassen. Das wiederum bedeutet dann auch für die jeweiligen Familien entweder Kurzarbeit erstmal für eine definierte Zeit. Oder aber schon die Tatsache, dass man sich versucht, damit auseinanderzusetzen, inwieweit sozusagen habe ich denn überhaupt noch in 4 Monaten oder in 6 Monaten einen Job? Was muss ich tun? Je nachdem, in welchem Alter man ist, ist man jung und dynamisch, ist das vielleicht noch ein bisschen weit weg im Sinne von, ich werde keine Arbeit mehr finden. Wenn man ein bisschen älterer Generation ist, denkt man dann wahrscheinlich eher so, oh Gott, wie soll das für mich jetzt weitergehen an dieser Stelle, ne? Und ich glaube schon, dass das überall, zumindest merke ich das bei uns und auch in den befreundeten Familien, dass das definitiv ein Thema ist. Also heutzutage. Und man weiß eben halt, oder viele wissen nicht, wie soll es weitergehen. Egal aus welchem Bereich man kommt, Arbeitsbereich. Da habe ich komischerweise, deswegen dann bringe ich mich da auch mit ein, aber zumindest in meinem nahen Umfeld ist es erstaunlicherweise überhaupt nicht so. Zumindest wenn ich jetzt mal so ein bisschen die nahe Familie mir angucke, mein ab Freitag ja Schwiegersohn, ist ja als Angestellter, nicht in Kurzarbeit, nur im Homeoffice.
Das liegt aber möglicherweise an dem, was er tut. Er ist im Online-Marketing-Bereich zuständig. Da ist sicherlich gerade im Moment mehr zu tun. Meine Tochter als Kindergärtnerin ist zwar auch ein bisschen in Kurzarbeit, so weiß man nicht so ganz genau, wie das da definiert wird, hat aber eben halt auch noch die Möglichkeit. Und bei mir, ich nutze eben halt die Zeit. Natürlich habe ich jetzt auch keine Umsätze als Trainer, kommt man ja im Moment ja auch nicht raus. Aber ich nutze eben halt relativ gut die Zeit, um andere Dinge zu machen, zu denen ich eigentlich normalerweise nicht komme. Ich habe jetzt die Zeit genutzt, um mich mal mit einem Buch auseinanderzusetzen und versucht, ein Buch zu schreiben zu meinem Fachthema und auch das Thema Computer-Based Trainings mal wieder ein neues Lernprogramm angefangen. Das sind eben Dinge, die im Moment nicht oder die sonst nicht so stark da sind, weil wenn man jetzt halt im Bundesgebiet rumfährt, dann ist es halt relativ schwierig, das zu machen. Ein Gegenpol. Ich fühle mich ja noch relativ wohl damit. Zweite Frage oder weitere Frage, weil ihr es gerade angesprochen habt, Thema Liquidität. Oder sagen wir mal, weil wir ja im Mittelstand unterwegs sind und wir ja selber ja auch Einzelunternehmer sind, egal in welcher Gesellschaftsform es hinterher ist, aber im Prinzip kann man ja doch in der Hauptsache für uns alleine. Seht ihr schon die rote Linie auf eurem Bankkonto? Also vielleicht kann ich jetzt diesmal als erstes. ich muss fairerweise sagen, in dem Fall, nein, sehe ich nicht. Also weil der glückliche Umstand war da, dass ich wirklich von einem Tag auf den anderen, also mit genau einem Tag dazwischen, das Glück hatte, umzuswitchen von ursprünglich eben halt Präsenztraining auf virtuelles Klassenzimmer und eben halt seitdem auch die Aufträge zumindest da waren und ich das sozusagen bedienen konnte. Zum Glück, aber wie gesagt, also es gibt eben halt andere, wo das eben halt nicht so optimal läuft und das, also das wiederum habe ich eher so im Bekanntenkreis mitbekommen. Wo welche, die vorher gesagt haben, also wir sind sehr, sehr gut aufgestellt, wir sind Unternehmen sozusagen ansässig, also sprich nicht selbst Freiberufler und haben eben halt in dieser Beziehung, wären nie drauf gekommen, dass es von einem Tag auf den anderen, ich sage jetzt mal so, eher Schluss sein könnte. Ne? Also das muss man auch mal fairerweise sagen. Bei Dirk weiß ich jetzt nicht. Also glücklicherweise, so seit wir uns selbstständig machten, haben ja in den vergangenen 25 Jahren öfter mal die roten Lampen geleuchtet. Im Augenblick sehe ich das nicht, aber wer kann schon sagen, was morgen ist? Das jetzt wirklich im Sinne von der heute Tag plus eins oder manana, also eine unbestimmte Zukunft ist. Ich muss sagen, so ich kann es jetzt gar nicht irgendwie buchhalterisch herleiten, sondern eher so emotional. Also ich bin für mich selbst eigentlich verhalten optimistisch gestimmt, weil ich denke, dass in diesem Fall hätte die Krise auch wirklich was Gutes, dass ja die digitale Transformation sich ja tatsächlich beschleunigen wird, weil viele jetzt erkennen, Thema Videokonferenz unter anderem, dass wir sozusagen dort mehr investieren müssen, mehr machen müssen. Und das ist ja nicht damit getan, jetzt einfach irgendwo mal so ein System hinzustellen. Wir haben auch ein bisschen lernen müssen jetzt in den vergangenen Wochen, auch die Technik so richtig rund läuft und so weiter, da dauert es ja auch ein bisschen und wir brauchen auch die Orga dafür, um das jetzt sinnvoll integrieren zu können in irgendwelche Abläufe. Und da stellen sich natürlich auch die Sicherheitsfragen, was ja dann auch so unser Metier ist. Also ich bin, wenn jetzt nicht alles den Bach runtergeht, sozusagen verhalten optimistisch für mich, aber ich sehe natürlich eine gewisse Tragik und man fährt es ja um sich herum, so wenn man sieht, dass Traditionsunternehmen jetzt dicht machen müssen. Und ich muss gestehen auch jetzt nach über 7 Terminen, in denen ich hauptsächlich gesprochen habe, wir haben ja nun sehr bildhaft uns die Titanic vor Augen geführt und ich habe beispielhaft erläutert, was da möglich wäre sozusagen an Rettungsmaßnahmen, an Präventionsmaßnahmen, an Krisenabwehr. Aber ein bisschen hinkt ja das Bild, denn was ich eingangs sagte, wenn wir uns den Mittelstand insgesamt angucken und das Gefüge der Wechselbeziehung, der Wechselwirkung zwischen verschiedenen kleinen Unternehmen, gerade jetzt im produzierenden Bereich, dann kann ich zwar vielleicht mein eigenes Schiff flott kriegen und den Zusammenstoß mit dem Eisberg verhindern, aber wenn meine Mitstreiter in so einem Wertschöpfungsverbund das nicht schaffen, ja, dann sieht es übel aus. Also wir dürften ja eigentlich gar nicht so sehr allein jetzt von einem Schiff sprechen, mal bildhaft für ein Unternehmen, sondern das ist im Grunde, muss man sich ein anderes Bild suchen aus der Geschichte. Wir sind sozusagen ein Geleitzug, ja, und jetzt sehen wir wieder ein paar am Horizont versenkt werden. Wir bleiben übrig, aber
was nützt es uns am Ende? Also ich sehe auch die Gefahr natürlich, und man kann ja nur für sein eigenes Unternehmen erstmal, man muss sich erstmal selbst helfen, bevor man anderen helfen kann. Aber man sollte auch, was ich letztens sagte, das große Ganze nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen tut es schon sehr weh, selbst wenn ich für mich optimistisch bin, zu sehen, wie hier unser Mittelstand leidet und Freiberufler und kleine Selbstständige, aber auch etwas größere Traditionsunternehmen jetzt gegen die Wand fahren. Ja, okay. Ja, vielen Dank. Bei mir, also wirtschaftlich ist es im Moment noch unproblematisch. Worüber ich mir im Sinne von Liquidität am meisten Gedanken mache, ist die Frage, ich habe ja Geld beantragt, das gab es ja auch in Berlin relativ schnell, die 5.000 Euro als Zuzahlung für uns ganz Kleine und dann diese 9.000 Euro. Und mittlerweile scheint es, also wenn ich beides habe und beides benutzen kann, glaube ich, habe ich kein wirtschaftliches Problem. Ja, wir kommen gleich die Frage dazu, wann beginnt das Normalgeschäft? Bei mir ist tatsächlich schon jetzt ab Juni beginnt es wieder. Also das würde alle relativ unproblematisch für mich stattfinden, glaube ich. Wenn aber diese 9.000 Euro auf einmal nicht mehr das sind, was sie eigentlich noch im März waren und angekündigt waren, jetzt darf man nämlich nur noch davon irgendwelche Miete bezahlen und seinen Leasingvertrag bezahlen. Alles Dinge, die ich ja als kleines Unternehmer ja nicht habe. Ich sitze hier in meinem Büro, ich rechne nicht mal mein Büro, also die Wand da hinten ist nur virtuell, mein Büro sieht etwas anders aus. Also ich sitze ganz normal in einem Zimmer in meiner Wohnung, kann von hier aus gut arbeiten, rechne die nie ab, spare dem Staat da an der Stelle schon mal Steuern, fahre, habe kein Auto, sondern fahre, wenn, mit dem Roller in Berlin spazieren, falls in Berlin Arbeit ist, den rechne ich nicht ab. Also alles die Dinge, die ich eigentlich quasi als Unternehmer unter der Hand mitlaufen lasse, sind möglicherweise nur das, was da tatsächlich abzurechnen sind. Das heißt also, ich werde vielleicht irgendwann die 9.000 Euro wieder zurückzahlen müssen. Dann wird es tatsächlich ein bisschen problematischer für mich. Okay. Also das macht die Sache dann schon schwieriger. Dann komme ich mal gleich zur nächsten Frage. Ab wann gibt es denn eine normale Geschäftstätigkeit wieder? Anke sagte ja eben, okay, sie hat weiterarbeiten können, von Präsenz auf Webinar, also sozusagen Portfolioerweiterung zu machen. Das ist sozusagen schon der normale Gang bei dir, oder? Also aktuell ja, aktuell auch so gut wie fast täglich, muss man fairerweise sagen. Es ist eine ziemliche Umstellung, ja klar, weil es ist natürlich im Webinar nicht all das möglich, was man normalerweise im Vor-Ort-Training machen kann. Es ist eine andere Art des Unterrichtens. So wie du vorhin auch schon erwähnt hast, ist auch eine Art anstrengender, auch für die Teilnehmer, nicht nur für mich als Dozentin, sondern ich finde auch für die Teilnehmer, ja. Weil 8 Stunden, ich sage jetzt mal nur Webinar und das mit einer Thematik, also in dem Moment jetzt Projektmanagement zum Beispiel, das ist auch eine Herausforderung. Also sowohl für die eine Seite als auch für die andere, muss man fairerweise sagen. Wir merken das ja jetzt hier, wenn wir zusammensitzen, eine halbe Stunde und da hochkonzentriert versuchen, was auf die Beine zu stellen, geschweige denn 8 Stunden. Aber ja, es ist aktuell zumindest ganz gut. Was ich sage jetzt mal, das, was Dirk angesprochen hatte, im Sinne von, man möchte natürlich irgendwann wissen, wann geht es denn wieder normal weiter, normal im Sinne von Präsenzunterricht oder wann kann ich denn wieder Aufträge sozusagen wahrnehmen, wenn vielleicht eine Anfrage kommt und so weiter und so fort. Ein ganz kleines Beispiel, sprich in der Nähe von Frankfurt am Main in Mannheim. Da wäre ja ein Auftrag gewesen für uns, der sozusagen jetzt nicht stattgefunden hat. Und jetzt habe ich einfach nur mal lustigerweise angefragt, im Sinne von, gibt es denn das Hotel, was ich ursprünglich buchen wollte, sind die denn wieder offen? Nein, in Mannheim nicht, in größeren Städten europaweit schon von dieser Kette. Ne? Also das bedeutet, wenn der Auftrag aber in Mannheim stattfindet, nützt mir das nichts, wenn ich jetzt in Berlin zum Beispiel ausnahmsweise das Hotel buchen könnte, weil ich will ja nicht hier arbeiten, ich will ja dort vor Ort arbeiten. Ne? Also solche Kleinigkeiten sind dann auch wichtig, um eben halt Aufträge annehmen zu können, wenn sie denn mehr als einen Tag dauern. Ne? Dirk, wie sieht es bei dir aus? Naja, also ich hatte es ja auch bei den vergangenen Terminen so noch als Möglichkeit in den Raum gestellt, aber ich bin, das ist jetzt meine persönliche Meinung, schon davon überzeugt, es wird diese Rückkehr zu der Normalität, die wir so kennen, in dem Sinne gar nicht mehr geben. Also ich hoffe natürlich, dass wir bald alle wieder wertschöpfend auch durch Präsenz, durch physische Präsenz wirken können.
Aber was unsere Wirtschaftslage betrifft, wird sich die Situation, also die Realität total verändern, vermute ich. Und wir stehen ja erst am Anfang. Ja? Also positiv sagte ich es ja eben schon. Ich erhoffe mir, dass jetzt die digitale Transformation in Deutschland auch sozusagen mal beschleunigt wird und dass da auch Investitionen reinfließen. Das ist so die positive Seite. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es jetzt wirklich hier ja, fast der Blick in die Kristallkugel. Aber ich kann nur die Aussage treffen, die Realität, so wie wir sie vor 2 Monaten noch hatten, die wird so nicht zurückkehren. Und das ist natürlich, was ich eingangs auch sagte, das trägt natürlich auch zur Verunsicherung bei, denn wir wollen ja planen. Ich hatte es ja deutlich gemacht, wir müssen ja auch mal wieder strategisch planen. Wir müssen ja, nachdem wir jetzt so die ersten ja, Rettungsmaßnahmen, die ersten Pflaster irgendwo hingeklebt haben und hier und da ein bisschen an einem Hebel gedreht haben, wir möchten ja eigentlich mal wieder jetzt, selbst wenn wir anerkennen, dass die Situation eine andere ist, möchten wir ja strategisch planen, wir möchten vorausschauend planen. Aber wer weiß schon, was in 3 Monaten ist, nach der Sommerpause, was Anfang, was zum Jahreswechsel sein wird. Und das macht die Sache natürlich auch schwierig, auch in puncto Investitionen. Und du hast ja eben gesagt, ist ja auch sozusagen auch die Frage, wo nehme ich denn das Geld her? Also selbst wenn ich jetzt mir regelmäßig nur irgendwo bei einem Dienstleister jetzt so eine Räumlichkeit miete, auch 100 Euro sind 100 Euro und müssen erstmal rein netto am Markt verdient sein. Ich finde es jetzt nicht viel für das, wenn es eine gute Ausstattung ist und sagt, man will das einsetzen, ja, aber da kommt ja eins zum anderen. Und so ein Monat ist immer schnell vorbei. Also wir schwimmen hier wirklich eigentlich sozusagen und hoffen doch mal irgendwie wenigstens Land zu sehen in der Ferne, dass man darauf zuhalten kann. Ja, ja, ja. Okay, vielen Dank für eure Rückmeldung da an der Stelle. Bei mir ist tatsächlich Juni bricht der Sturm wieder los. Ich habe heute Nachmittag tatsächlich völlig überraschend einen Auftrag aus Hamburg gekriegt. Einer unserer großen Partner ist der TÜV Rheinland, mit denen arbeiten wir viel zusammen. Da stecken wir in dem Katalog sozusagen mit drin. Und da war ein schon angeplantes Seminar, was sowieso durch uns bedient werden sollte. Aber es kam auf einmal in Hamburg hoch 3 Tage. Wunderbar, schönes Training, Präsenzunterricht. Fand ich völlig erstaunlich, muss ich zugeben. Ich habe einen Platz in der Bahn gekriegt, das ist heutzutage nicht so schwierig. Und ich habe tatsächlich auch ein Hotel gefunden, was mich aufnimmt. Das war glücklicherweise auch nicht so schwierig, aber tatsächlich glaube ich, Hamburg ist halt eine Stadt, Mannheim. Oder jetzt in Mannheim, als es antreten soll. Also von daher hat es funktioniert. Webinare laufen jetzt auch wieder an. Die sind komischerweise bei mir, jetzt in diesen ganzen 6, 7 Wochen, wie haben wir 8 Wochen, die wir haben, ist da nichts Echtes, also nichts, was Bezahltes zusammengekommen. Aber da fängt es jetzt so langsam an. Ich werde vermutlich im Juni sogar 3 Präsenzveranstaltungen haben. Natürlich unter Hygiene-Geschichten und auch mit wenig Leuten, sodass man den Platz hat und ähnliches, ne? Und den ganzen Tag mit der Maske vielleicht rumrennen muss. Aber zumindest gibt es überhaupt mal wieder ein normales Arbeiten an der Stelle. Ich habe hier eine weitere Frage reinbekommen, die ich persönlich sehr interessant finde, weil wir sie auch schon mal zumindest ein wenig angesprochen haben in einem der 7 vorherigen Webinare. Und die würde ich gerne unbedingt mit euch diskutiert haben und eure Meinung mal so abgefragt haben. Es hat ein bisschen was mit der Krise zu tun. Es hat aber vielleicht auch ein bisschen was mit dem Allgemeinen, mit den Veränderungen, die wir jetzt eventuell haben werden. Es geht nicht um das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen sagt ja aus, bitte verbessert mich, wenn ich das falsch interpretiere, dass jeder eine bestimmte Menge Geld bekommt, ohne dass er nachweisen muss, dass er da in irgendeiner Art und Weise eine Leistung erhält und die eine Leistung bringen muss. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, wenn aus dem wirtschaftlichen Zwang irgendwo etwas zu tun, was man möglicherweise nicht will oder keine Lust hat oder ähnliches, dass man dann Dinge tut, die eben halt für einen sehr vorteilhaft sind, aber damit eben auch möglicherweise für die Gesellschaft sehr vorteilhaft ist. Und das ist ja eine Geschichte, da hatten wir eben halt während des Webinars ja auch schon mal diese Thematik zu sagen. Ist das nicht vielleicht für einen Unternehmer auch etwas, dass die wirtschaftliche Zwanghaftigkeit, Dinge zu tun, die vielleicht keinen Spaß machen, aber die wenigstens Geld bringen, dass man dann eben halt sagt, okay, durch so ein Grundeinkommen kann ich auch als Unternehmer mal Dinge tun oder anpacken, ausprobieren, die meinem Unternehmen und mir gut tun könnten. Immer mit der Idee, muss natürlich volkswirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise sinnvoll sein, glaube ich zumindest. Habt ihr da eine Meinung?
Ja. Ja. Soll ich anfangen? Gerne. Ja, also ich habe mich mit dem Thema schon seit über 10 Jahren hin und wieder mal beschäftigt. Ist ja ein hochspannendes Thema. Ich denke, wenn, wie ich das jetzt ja vermute, sich unsere Realität hier verändert, werden wir auch die Frage mal stellen müssen, wie wollen wir überhaupt unser Wirtschafts- und Finanzsystem in Zukunft denken? Und da ist natürlich die Frage, ob so ein bedingungsloses Grundeinkommen ein Ansatz sein könnte, sehr berechtigt. Nur muss man natürlich auch mal die Randbedingungen sich angucken. Es ist ja klar, nehmen wir an, also wenn ich so das Recht in Erinnerung habe, war ja mal die Rede davon, so in der Größe von 1.000 Euro pro Kopf sozusagen jeden Monat. Nun ist es ja nicht on the top sozusagen, sondern man muss ja weiterdenken. Erstmal grundsätzlich alles Geld, was von unserer Regierung oder von offiziellen Stellen ausgegeben wird, muss eigentlich von wertschöpfenden Kräften verdient worden sein. Und 1.000 Euro, die vielleicht, nehmen wir an, man hätte sowas im nächsten Jahr, wären nicht die 1.000 Euro von heute, ja, was die Kaufkraft betrifft, sondern die Märkte würden sich ja verändern und sozusagen da würden sich auch Preise neu regulieren. Also wir haben gar keinen Eindruck davon heute, was vielleicht 1.000 Euro im nächsten Jahr sind. Also ich sage mal, ohne jetzt hier die Unke sein zu wollen, aber in der jetzigen Phase fallen mir doch so Szenarien aus der Zeit zwischen 1923 und 1929 ein, also zwischen Hyperinflation und Depression. Und man muss die Diskussion ja weiterführen, also auch was unser Geldsystem betrifft. Und man muss sich klar machen, dass, wie gesagt, es diese 1.000 Euro jetzt nicht so gäbe, sondern dass grundsätzlich alle Transferleistungen auf den Prüfstand kämen. Ja, also Kindergeld, Arbeitslosengeld, vielleicht sogar auch das Ruhegeld und so weiter. Und da gibt es sehr viel Pros und Kontras, die will ich jetzt gar nicht alle erörtern. Da gibt es Leute, die das besser können. Aber ich fand einen Ansatz interessant, den ich mal eben auch so, glaube ich, vor 12 Jahren so kennengelernt habe, ist eine Erweiterung dieses Grundeinkommens. Und das nennt sich, ist ein bisschen sperriger Begriff, Bandbreitenmodell. Müsste eigentlich die Website noch geben, von Jörg Gastmann entwickelt, ein interessanter Ansatz, der sozusagen darauf zielt, dass mehr Produktion oder Wertschöpfung im eigenen Land stattfindet. Wir reden jetzt ja gerade darüber, dass man in Teilen die Globalisierung zurückführen muss, also gerade bei kritischen Produkten wie Medikamenten etc. etc. oder jetzt hier auch solchen Masken und solchen Sachen. Es ist ja ein Unding, dass wir alle darauf angewiesen sind, dass sowas aus Indien oder China kommt. Und er hat das so ein Modell entwickelt, dass man sagt, dass sozusagen auch irgendwie muss ja finanziert werden. Also über die er hat plädiert dafür, sozusagen alle Steuern abzuschaffen und nur noch eine übrig zu lassen, nämlich die Umsatzsteuer. Da habe ich erstmal geschluckt, weil ich so sage, eigentlich ist ja so eine Umsatzsteuer eher so eine Konsumverhinderungssteuer, aber es hat mich dann überzeugt, wenn man alles andere weglässt. Und das Interessante an diesem Modell ist, dass der Umsatzsteuersatz, der kann durchaus mehrere 1.000% betragen. Der Hintergrund ist, wenn jemand hier in Deutschland produziert und Arbeitsplätze liefert, dass der einen vergleichsweise niedrigen Umsatzsteuersatz hat, so vielleicht wie heute oder ein bisschen günstiger sogar noch. Und wenn jemand meint, aber in Bangladesch, China oder sonst wo auf der Welt produzieren zu müssen und das dann eben auch umweltbelastend hier mit fetten Pötten hierher zu bringen, dann hat der vielleicht mehrere 100% Umsatzsteuer. Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ich finde, wir müssen darüber nachdenken, ja, also auch ohne ideologische Scheuklappen, aber auch ohne jetzt gleich Hurra zu schreien, denn alles hat Konsequenzen. Und nochmal, alles Geld, was wir als Gesellschaft hier ausgeben, und ich finde den Ansatz schon sehr wichtig, dass wir auch Leute in die Lage versetzen, eben auch dann nicht wie das Kaninchen auf die Schlange gucken zu müssen, sondern auch ehrenamtlich tätig zu sein zu können, in der Aus- und Weiterbildung, in der Pflegebetreuung von alten Kindern, was weiß ich. Aber wir müssen wirklich diese Diskussion von einer Metaebene führen. Und also jetzt einfach mal auf die Schnelle sozusagen so ein Grundeinkommen einzuführen, da gab es ja so Ansätze in Finnland, glaube ich, und in der Schweiz. Das allein ist es noch nicht. Wir müssen dann auch die Frage des Währungssystems stellen. So mal, soweit mal für jetzt. Okay. Anke, hast du auch noch meine? Also ich finde das, was Dirk gesagt hat, finde ich einen interessanten Ansatz, auch mit der Begrenzung nur auf die Umsatzsteuer, wenn man das jetzt, das Modell, ich kannte es jetzt noch nicht, ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, aber ich finde es interessant, ich werde auch schon mal nochmal nachlesen. Der Ansatz im Sinne von, dass man die sozusagen besser stellt, die sozusagen hier im Land ihre Leistung erbringen und hier im Land sozusagen dann auch entsprechend die Produkte herstellen und vertreiben und so weiter, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil wenn ich mir schon alleine die Tatsache überlege, dass bei zum Beispiel meinem Mann schon alleine die Sekretärin nicht mehr hier vor Ort sein soll, damit eben halt über Nacht in Indien die ganzen Tätigkeiten verrichtet werden. Die Manager hier wiederum müssen den Damen dort vor Ort aber schon noch mitteilen, was eigentlich
zu machen ist, der Standard ist ein ganz anderer und so weiter und so fort, da beißt sich auch irgendwo die Katze in den Schwanz. Also wenn man hier sozusagen einfach mal jemand hat, den man vis-à-vis ansprechen kann und sagen kann, kannst du das mal bitte schnell für mich runterschreiben oder ist das möglich oder ist das möglich? Also irgendwo läuft das Ganze so ein bisschen aus dem Ruder in verschiedensten Bereichen. Das fängt im Kleinen an und das endet, glaube ich, auch im Großen. Die Tatsache, einfach ein Grundeinkommen, ich sage jetzt mal so, mit der Gießkanne zu verteilen, dafür bin ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn sozusagen dann so Dinge zurückkommen, die Dirk gerade genannt hat, im Sinne von, dass man sich ehrenamtlich dann irgendwo mit einbringt oder dass man bestimmte andere Aufgaben übernimmt, die auch ein wichtiger Teil sind und die unterstützend sind, dann lohnt es sich zumindest mal offen über das Thema zu sprechen und eben halt vielleicht auch ja, darüber nachzudenken. Glaubt ihr ernsthaft, also ihr beide jetzt, weil andere kann ja nicht fragen im Moment, glaubt ihr ernsthaft, dass unsere Gesellschaft so weit ist, dass sie, dass alle Teile der Gesellschaft, nehmen wir mal so einen Grundsatz vielleicht nicht, haben wir mal so ein paar sind natürlich auch so, dass wirklich unsere Gesellschaft so weit ist, eigenverantwortlich gemeinschaftliche Arbeit zu machen, ohne dass sie dazu gezwungen werden? Also die ganze Gesellschaft, Einzelne garantiert, aber die ganze Gesellschaft, 83 Millionen, lass das 80 Millionen sein bloß. Also braucht doch nicht zu antworten. Also ich hätte da so meine Zweifel. Da kann man ja drauf antworten. Also dass das jetzt die Mehrheit sein wird, erwarte ich nicht. Aber es müssen eben sozusagen auch die Leistungsträger im Ideellen sein, die das dann machen. Und nochmal, natürlich so eine Einführung eines solchen Modells hätte ja auch die Konsequenz, und das wäre jetzt eigentlich noch ein Pro sozusagen für ein solches Modell, man muss sich ja mal angucken, was diese Transferzahlungen, ob das jetzt Renten sind, ob das Kindergeld ist, ALG 2 und so weiter, das alles würde ja wegfallen. Ja, also das sind ja mehrere hundert Millionen wohl an Transferkosten, die allein in der Bundesrepublik entstehen jedes Jahr, die sozusagen dann mit in den Jackpot wandern könnten. Und gemeinhin ist es ja so, dass viele Menschen, die jetzt vielleicht gerade jetzt auch in dieser Situation, jetzt kann ich auf die Schlange gucken und von Existenzsorgen geplagt sind, wenn die jetzt befreit werden und könnten was Sinnvolles tun, glaube ich, wäre es das wert. Das hätte vielleicht auch eine Vorbildfunktion. Ich sage mal, unsere Welt steht vor einer totalen Veränderung. Also da ist dann nicht mehr auf der Couch surfen und sich sozusagen stundenlang irgendwelche merkwürdigen Fernsehsendungen anzusehen. Ich will jetzt gar nicht diskreditieren, aber ihr versteht schon, was ich meine. Das wird natürlich ein Prozess sein, denke ich mir. Aber irgendwie, wir müssen sozusagen irgendwann mal die Systemfrage stellen, auch was unser Finanzsystem betrifft. Und der Druck wird kommen. Also ich sagte es ja, ich erwarte hier eine Überlagerung, zwei Effekte, wie wir sie 23 in Deutschland und 29 in den USA hatten. Also einerseits eine Inflation, das merken wir jetzt ja schon. Ich weiß nicht, ob es ihr gemerkt hat, aber wenn man jetzt so einkaufen geht, Lebensmittel sind schon teurer geworden. Das heißt jetzt nicht, dass vielleicht nächsten Monat jetzt ein Brot eine Million Euro kostet. Aber wenn es vielleicht dann mal gegen 5 oder 10 Euro geht, dann werden wir das schon merken. Und der andere Effekt ist ja der der Deflation. Also wir haben eine Aufblähung der absoluten Geldmenge. Aber wir als Verbraucher, wir erleben ja persönlich eine Deflation, in dem Sinne einer Geldverknappung bei uns im Portemonnaie oder bei unserer Sichteinlage auf dem Konto. Ja, dann nützt es nichts, dass die Geldmenge M3 aufgebläht wird und Spekulanten damit Schabernack treiben. Die Frage ist ja für mich jeden Monat, wenn ich hier Miete zahlen muss, wenn ich mein Auto betanken will und allein für eine Woche Lebensmittel einkaufe, worüber kann ich verfügen? Im Augenblick kann ich nur sagen, toi, 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 und ich hoffe, dass es so bleibt. Wie gesagt, leuchten bei mir noch nicht die roten Alarmsirenen, aber ich sehe sicher, dass hier viele in der nächsten Zeit, auch im Juni, wenn dann vielleicht das Mai-Gehalt nicht mehr kommt oder nicht rechtzeitig kommt oder nur vermindert wegen Kurzarbeit, dass es da schon schwierig wird. Und wenn wir dann so Szenen haben an der Tankstelle oder im Supermarkt, wenn dann viele ihre Karten wie gewohnt zücken und die dann nicht mehr angenommen wird, wage ich mir gar nicht auszumalen, wohin das führt. Also der Druck, etwas zu verändern, und ich plädiere immer für Evolution statt Revolution, denn zwar mag das Endergebnis revolutionär sein, aber der Prozess selber möge bitte evolutionär sein, denn wir haben schreckliche Dinge im letzten Jahrhundert zu Genüge gehabt, das muss ich nicht wiederholen. Wobei ich einwerfen muss, von wegen alles wird teurer, die beiden wichtigsten Dinge des Mai 2020 sind erheblich günstiger geworden, Benzin und Spargel. Da muss man eindeutig sagen, das ist ja beides bodenlos gefallen. Aber ich vermute mal, das wird sich nicht halten im Juni. Also von daher. Okay, Leute, eine letzte Frage möchte ich für heute machen und möchte den Bogen jetzt sozusagen nochmal
zurückspannen zum Thema Planung. Damit haben wir ja angefangen. Wir haben gesagt, aufgrund der aktuellen Situation ist das Thema strategische Planung oder Planung im Allgemeinen relativ schwierig. Wir können auf lange Sicht relativ wenig machen. Ich habe mir während der Webinare eine Sache aufgeschrieben und die würde ich einfach gerne nochmal mit euch ein bisschen andiskutieren, weil ich es ganz interessant war und fragen möchte, ist das eigentlich ein gutes Konzept? Der Dirk hat in einem der Webinare gesagt, man müsse auch mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben, eine Münze werfen, wenn es um das Thema Entscheidungen geht, auch als Unternehmer. Also nicht immer sozusagen aufgrund von einer Planung oder auf Basis von guten Daten oder ähnliches, sondern man müsse eben halt auch mal, eben eine Mütze werfen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Meine Frage soll eigentlich dahingehend sein, beziehungsweise die Frage unseres Teilnehmers hat gefragt, ist das denn wirklich ein Konzept, das ein Unternehmer ernsthaft betreiben sollte? Vielleicht fängt Dirk an, weil er das ja... Ja, also da muss ich mal jetzt drauf antworten. Also ich habe diese Bemerkung gebracht im Kontext der Nutzwertanalyse und das ist ja nun eine methodische Analyse. Und da ging es darum, dass je nach Gewichtung meiner Teilziele es ja passieren kann, dass ich mal bei zwei Auswahlvarianten etwa die gleiche Punktzahl habe. Und nur in diesem Fall habe ich gesagt, muss man vielleicht auch mal sozusagen die Münze werfen. Ansonsten natürlich plädiere ich für das methodische Vorgehen. Gleichwohl sage ich, das lehrt ja die Erfahrung als kleiner Unternehmer, aber auch als Berater, wichtig ist es, dass wir auch bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Auch bei Unsicherheit, das ist ja nun mal das große Los von Unternehmerpersönlichkeiten, dass wir nicht alles bis ins Letzte durchdeklinieren können. Und da muss man mal eine Entscheidung treffen. Man braucht aber ein Controlling-System, um zu sehen, wo geht es denn hin und natürlich auch als Basis eine gute Buchhaltung etc., möglichst zeitnah alles, dass ich sagen kann, okay, diese Entscheidung war jetzt vielleicht nicht richtig, dass ich sie noch korrigieren kann, aber abzuwarten, sozusagen hier den Captain Smith zu machen, ohne jetzt über jemanden böse zu reden, aber sich sozusagen bei der Fahrt durch das eisbergverseuchte Gebiet sozusagen aufs Ohr zu legen, das kann es nicht sein. Also nochmal, ich plädiere sehr für Methodik und die Nutzwertanalyse, die ich vorgestellt habe, ist da ein gutes Werkzeug dafür. Aber wenn eben jetzt das Endergebnis zeigt, dass zwei Varianten, die in der engeren Wahl waren, jetzt nahezu gleich auf sind, dann mag es vielleicht auch mal im Extremfall der Münzwurf sein. Aber ein Konzept ist es natürlich nicht. Okay. Anke, wann wirfst du die Münze? Also die Münze im herkömmlichen Sinne ist jetzt natürlich so ein bisschen, lustig ausgedrückt, aber ich finde, man sollte auch an der einen oder anderen Stelle mal mutig sein. Also das, wo ich jetzt persönlich, bin ich ganz ehrlich, also noch nie drüber nachgedacht hatte, also dass ich sozusagen virtuell unterrichte, also im virtuellen Klassenraum sozusagen vor Ort bin, das war für mich vorher ein No-Go, weil ich immer sozusagen lieber vor Ort unterrichte und diesen persönlichen Kontakt auch haben möchte. Und insofern ist es dann auch manchmal, wenn man gefragt wird, ja, könnten Sie sich das vorstellen, wo man vielleicht nur vor 3 oder 4 Monaten gesagt hat, nein, aber vielen Dank für die Nachfrage. Und jetzt auf einmal, wenn man da mutig ist und einfach mal den Schritt wagt und die Münze geworfen hat und sagt, okay, ich probiere das mal aus, im schlimmsten Fall ist es nicht meins. Oder aber ich stelle fest, es ist gar nicht so schlimm und das passt eigentlich ganz gut und das geht auch, man muss sich einfach nur arbeiten in das System oder in die unterschiedlichen Systeme, mit denen man unterrichten kann und mit denen man sozusagen die Möglichkeiten hat, den Unterricht auch auf diese Art und Weise durchzuführen. Also Nutzwertanalyse ist definitiv ein wichtiges Mittel und ja, ich sehe auch ein, wenn sozusagen der Wichtungsfaktor sozusagen eher gleich ist und die Betrachtung an der einen oder anderen Stelle eine ähnliche ist, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen, also top oder top. Entweder wir lassen es oder aber wir machen es einfach, wir sind mutig, wir gehen einen Schritt voran und im schlimmsten Fall haben wir eine Erkenntnis daraus gezogen. So. Hauptsache, okay, vielen Dank. Genau. Um das Ganze mal methodisch zu unterfüttern, Empirie heißt das, glaube ich. Ne? Empirie, ja, da kommen alle wieder die ganzen Trainer durch. Ne, im Prinzip ist es Empirie, nämlich eine Entscheidung auf eigenen Erfahrungen und Wissen zu treffen. Nur eben halt die Münze als Sinnbild, dass man auf alle Fälle diese Entscheidung treffen muss, oder? Das ist ja, glaube ich, das Bild. Genau. Okay, also das heißt, wir als Unternehmer, deswegen heißen wir ja Unternehmer, wir müssen was unternehmen und wir müssen eben halt auch mal Entscheidungen treffen. Und natürlich werden auch viele Entscheidungen, die man als Unternehmer trifft, auch mal tatsächlich in die Binsen gehen oder dann wird man hinterher feststellen, dass man doch ins Klo gegriffen hat. Aber ich glaube, das gehört einfach zum Spiel eines Unternehmers auch mit dazu. Okay,
Dann darf ich mich bedanken bei euch für diese Runde. Ich bedanke mich bei Anke Thieme und bei Dirk Pinno fürs Mitmachen und für die Beantwortung und die Einschätzung der Fragen unserer Zuschauer. Vielen Dank. Okay. Und möchte gerne kurz wieder, wie immer, die Vorausschau machen auf die nächste Woche. Und da war das ja mit der Empirie und so, mit dem Plan totaler Schachzug von mir. Weil in der nächsten Woche werden wir das Thema Projekte in KMUs, Zumutung oder Notwendigkeit mal beleuchten. Und zwar mal zu gucken, was sind eigentlich wirklich Projekte, müssen die mit so viel Verwaltungsgedöns, wie es ja immer scheint, untersetzt werden, gerade auch in so Zeiten wie jetzt, wo wir möglicherweise auch gar nicht so richtig planen können, so wie wir es im klassischen Umfeld machen. Das wollen wir uns ein bisschen antun und ein bisschen zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Anmeldungen wie immer unter webinare-mittelstand.de oder auf Xing oder LinkedIn oder Facebook oder wo Sie es sonst noch digital rumtreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Mein Name ist Michael Taube. Ich bin der Moderator dieser Webinarreihe und freue mich, dass wir uns vielleicht in der nächsten Woche oder im Zweifelsfall als Aufzeichnung wiedersehen. Allen anderen alles Gute, schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.